Das Statistische Amt der Schweiz bietet auf seiner Website eine unglaubliche Fülle an Daten an, zum Teil auch schon grafisch ausgewertet und interpretiert. Aber es ist natürlich auch interessant, diese Daten selber grafisch auszuwerten und damit eben auch ein Gefühl für Diagramme zu entwickeln. Du siehst hier auf der linken Seite, sind die Daten thematisch geordnet. Ich empfehle dir, Themen von A bis Z zu wählen, und hier kannst du nach einem bestimmten Thema suchen oder aber auch einfach das Erstbeste nehmen. Und du siehst, wenn du, es ist ein bisschen schnell gegangen, wenn du drauf tippst, kannst du wählen Öffnen in einer bestimmten App, oder es wird dir auch gleich Numbers vorgeschlagen. Ich wähle also Öffnen in Numbers, und sogleich ist diese Tabelle in meinem Numbers drin. Tja, und das ist natürlich jetzt eine ziemlich wilde Ansammlung. Die Daten dieses Diagramms lassen sich mit einem Diagramm alleine bei weitem nicht erfassen. Deshalb wähle ich jeweils einfach einen Bereich aus, der mich interessiert. In diesem Fall jetzt nehme ich mal den Alkoholkonsum, und zwar einfach die totalen Werte, aber das könnte man jetzt auch nach Altersgruppen sortiert und die miteinander vergleichen. In diesem Fall einfach ganz einfach nur, wie viel Alkohol wird konsumiert. Und das kopiere ich, und um die Übersicht zu bewahren, mache ich meist ein neues Blatt, indem ich da oben links auf das Plus tippe und hier den Datensatz wieder einfüge. Und es ist immer noch ausgewählt mit dem Plus, oder wenn ich auch drauf tippe, mit Diagramm erstellen, habe ich sogleich wieder die Möglichkeit, verschiedene Diagrammtypen auszuwählen. In diesem Fall, wo es um eine Verteilung geht, ist das Kuchendiagramm eigentlich ideal, und das sieht schon auf Anhieb recht hübsch aus. Die Legende nehme ich lieber nach drüben und mache sie etwas schmaler, alles in einer Spalte. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist ein Diagrammtitel. Wie bereits gesehen, kannst du über das Formatierungssymbol, also diesen Pinsel, und Diagrammoptionen einen Titel aktivieren und eben diverse weitere Formatierungen vornehmen. Auf die gehe ich jetzt aber nicht selber ein. Da kannst du mit Trial and Error doch einiges lernen. Ja, und diesen Titel, den muss ich jetzt noch überarbeiten, indem ich mit einem Doppeltipp den Text ändere. Auf diese Weise kannst du noch diverse weitere Diagramme erstellen, zum Beispiel indem du eben die Altersgruppen miteinander vergleichst. Da wäre dann vielleicht ein Säulendiagramm idealer. Oder in dieser Tabelle ist es natürlich auch interessant, weitere Genussmittel miteinander zu vergleichen.